Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal haben wir eine weitere Nachtexpedition abgeschlossen. Da hatten wir einen riesigen, vierbeinigen Kameraden, der uns zertreten wollte, aber es nicht geschafft hat. Und heute wollen wir ins Urwalddickicht eindringen. Dem letzten Gebiet in diesem Spiel. Zumindest gehe ich davon aus, dass es das letzte Gebiet ist, weil es fehlen nur noch 8 Expeditionsleute. Und es gibt nur noch 8, die gerettet werden wollen. Und genau diese Zahl haben wir hier in dem Gebiet. Wir haben auch eine unglaublich große Anzahl an Schätzen in dem Gebiet. Also hatten lange nicht mehr so viele Schätze zu finden. Das heißt, wir haben schon einiges in dem Gebiet zu tun. Ich würde einfach sagen, gehen wir direkt rein. Oh, ich sehe einen neuen Gegnertypus. Das Moos direkt. Oh, da ist Louis. Moos ist bei ihm. Oh, da ist er. Der Kerl hat unseren Saft geklaut. Die Person, die Moos im Maul trägt, das ist doch Nelly. Sofort stehen bleiben, Louis. Was hast du mit Nelly vor? Du hast einiges zu erklären. Oh nein, Notfall, Notfall. Er hat die Flucht ergriffen und Nelly mitgenommen. Hm, was geht in seinem Kopf nur vor? Sie müssen Louis folgen. Oshin sollte seiner Fährte folgen können. Das ist auch meine Meinung. Ihr beide folgt Louis Fährte und befreit Nelly. Ich bin dafür, dass wir das als allerletztes machen. Weil damit das Spiel dann auch wahrscheinlich vorbei ist. Ein neuer Logbucheintrag. Stimmt, wir haben auch Einträge, die wir mal lesen können. Abgesehen von den Visitenkarten. Bei den Shepard-Dokumenten zum Beispiel kam was dazu. Viele Jahre sind vergangen, seit wir uns hier angesiedelt haben. Es wird aber noch dauern, bis wir unser Leben komplett an die Voraussetzungen angepasst haben. Vorerst geht es vor allem ums Überleben. Und wir müssen unser Wissen, wie man andere beschützt und rettet, an unsere Kinder weitergeben, um ein Leben in Frieden zu ermöglichen. Okay. Und beim Logbuch. Neue Partnerin. Hab zwar ein grünes Hundeding gefunden. Könnte genau das sein, das dieses Olima-Wesen begleitet hat. War vielleicht einsam. Ich nehm's einfach mal mit, schätze ich. Ja, das waren die Einträge hier, ne? Okay. So riesig ist das Gebiet nicht. Ich brauche auf jeden Fall die Wasserpigments. Am besten wäre hier drüben dann umzusiedeln. Der Schleim könnte nerven. Davon scheint es ja auch viel zu geben. Die weißen Pigments brauche ich offenbar auch. So, ich habe jetzt maximales am Flügelpigment, die maximale in den weißen und die blauen Pigments. Damit sollten wir noch einiges anstellen können. Machen wir erstmal die Grütze hier weg. Wir haben zum Glück diese Antiklebestiefel. Da unten ist dieses besondere Monster. Das lasse ich, glaube ich, erstmal in Ruhe. Da ist ein Fake-Pilz. Ich habe die Augen gesehen. Angriff. Giftige Grützelache, da gefällt mir überhaupt nicht. Warte mal.
Mal eben kurz umschauen. Liegt die vielleicht irgendwo, die rosa... Ja, da. Dann würde ich die Viecher erstmal liegen lassen und später mit den Flügelpigments absammeln, damit wir ein bisschen Flügelpigments sammeln können. Das ist ein Goldbahn. Erstmal die Pilze weg. Irgendein Pikmin hat's erwischt. Hier oben will ich zuerst hin, weil da die eine Wurzel ist, die ich haben will. Folgt der Linie. Schiebt mir das Ding darunter. Wieso bin ich denn jetzt runtergeflogen? Liegen lassen. Erst wird die rosa Wurzel geholt. So, von hier aus kommen wir da jetzt dran. Und da vorne haben wir auch einen Bereich, den wir frei machen können. Ich würde sagen, die machen da auf und wir holen so lange schon mal das Ding. Das ist schon mal ein bisschen näher liegt. Die Zwiebel nehmen wir mit. Diese Zwiebel gefällt mir. Irgendwie denke ich bei ihr die ganze Zeit, dass sie sich in die Lüfte erheben und davon fliegen könnte. Genau, nimm mal mit, Otschin. Otschin hat den Typen getriggert. Hey, da ist ja noch so jemand mit Blattwerk auf dem Kopf. Komm, es ist Zeit für dein Dori. Also gut, Grünschnabel. Du solltest diesem Laubling mal zeigen, wozu du beim Dandori fähig bist. Das werde ich. Aber erstmal haben wir hier am besten den Bereich frei. Und dazu müssen wir den da fertig machen. Warte mal, wir machen uns ein bisschen einfacher. So, zum einen das. Wir brauchen noch eine Eisbombe. Nein, doch nicht die Pflanze. Mach mal hier den Bereich frei. Wir verlieren hier einige Pigments. Ich hasse diese Dinger, ne? Ey,
in die Reis. Verreck, du Drecksding. Ich hasse diese Viecher. Man verliert so viele Pigments an denen. Wir brauchen mehr Flügelpigments. Wir haben gerade wieder einige verloren und darunter auch ein paar von den Weißen, weil dieses Tretervieh ist echt abartig ekelhaft. Und wir haben die letzte Zwiebel gefunden damit. Die Zwiebel wird ja richtig bunt. So, und jetzt ist der Abtransport nur noch mit den Geflügelten. Also was Lebewesen angeht. Eine neue Kreatur. Nimmt das mal mit. Das ist noch eine Dondo-Herausforderung. Also zwei von denen, die wir hier retten, sind auf jeden Fall Laublinge. Diese Laublinge, die sind überall, hm? Hey, der Dandori, morgen mehr Dandori. Oh je, wie viele Gestanden wurden denn in Laublinge verwandelt? Eigentlich unwichtig, wir müssen sie alle retten. Und das da müssen wir aufgraben. Rein da. Hierhin kann Otschi mir eh nicht folgen. Da will ich lieber. Dass die arbeiten. Ich glaube, den Bereich mal später. Sollte ausreichen. Was versucht ihr da? Mit dem will ich mich eigentlich noch nicht anlegen, aber ich muss es tun, um an die Höhle zu kommen. Okay, ich habe ihm einen Klaps gegeben und er ist nach vorne umgefallen. Genau bist du. Erster Gedanke, der mir kommt, ist Säcke irgendwie. Angriff. Weißt du was? Angriff. Angriff. Neues Monster. Lass das mal Otsche machen.
Oh nee, die Ekelhaften. Sagen, ich gehe da jetzt einfach rein, oder? Unterirdisches Nest. Toll, wie klebrig das da alles ist. Außerdem wandern die ganzen Snacks direkt in meine Richtung. Zwei davon waren echte Brocken. Für ihn ist alles ein Snack. Zwei Gestrandete sind da drin. Okay, haben gerade so genügend, um eine Hälfte der Hälfte zu machen, von dem, was gebraucht wird. Unterirdisches Nest und da ist direkt ein riesiges Ei neben uns. Guck mal, da ist noch mal dieses Ding. Das ist geschenkt. Weg mit dir. Okay, der Weiterweg ist schon mal geöffnet. Du warst gerade eben kein angenehmer Gegner. Und du bist hier gleich mehrmals vertreten. Lass Otschi in Ruhe. Lasst mal noch liegen. Wir können das ja gleich noch aufsammeln. Erstmal machen wir die Spinne weg. So, jetzt können wir uns um den da kümmern. Ich glaube, bei ihm ist schlauer, dass wir nicht auf Otschen drauf sitzen. Angriff! Ja, die sind keine angenehmen Gegner, weil man die echt schlecht treffen kann. So, hier ist schon mal offen. Okay, dann mache ich hier eben kurz einmal Abtransport. Das ist geschenkt. Da geht hier noch nicht hoch. Neuer Schatz. Heilige Kugeln. Das mache ich lieber mit Ram weg. Gibt es keine einfache Methode, den zu bekämpfen? Ja.
Also das Gute, der frisst meine Pigments nicht instant. Solange ich ihn umwerfe, ist er vollkommen ungefährlich. Und den kann man echt kacke angreifen. Ich muss ihn nur von hinten immer rammen. Aus. Fiesling. Na gut, war wahrscheinlich der letzte. Dann Abtransport. Okay, wir sind erst bei 20%. Das heißt, wir haben hier ein bisschen was vor uns. Ach nö, warum die Dinger? Ich muss mich erst um diese Haubitzen kümmern. Mit dir. Oh, die Dinger machen mich für mich die Pilze weg. Dann lasse ich die in Ruhe. Zumindest bis sie mich angreifen. Oh, wir haben den Gourmet gerade abgeschlossen mit dem Sushi. Oh, die Lehmwand hier ist eingerissen. Und wir haben uns den Nektar hier noch eben kurz gegönnt. Und da oben wartet wieder so ein großer Bizenvieh. Mistviecher. Sitzt aber auch fies. Angriff, weg mit dir. Ja, dann heißt es jetzt wieder Abtransport, ne? Ich glaube, mehr ist hier nicht. So, haben jetzt gleich auf jeden Fall schon mal die Hälfte. Das Glöckchen war das letzte, was da oben rumlag. Oh nee. Na, dann mal mit diesem Schleim. Mal so verstopfen. Angriff. Und tot. Oh, eine Maus. Kann ich die haben? Eine neue Maus schadet nie. Nimm du den da mal mit. Du sollst den mitnehmen. Ich glaube, die wollen erst den Schleim entfernen.
Nur mal ein Schienenbaustück. Und da ist ein gestrandeter. Ich will schon sagen, wer von euch den abtransportiert, ist mir relativ egal. Hauptsache einer von euch läuft jetzt. Und da ist nochmal Nektar für die ganze Truppe. Ne, wir können es eh nicht lesen. Ihr habt den Goblin gerettet. Gut gemacht. Jetzt liegt alles an Spanets Händen. Wir können dann auch direkt weiterziehen, ne? Viel fehlt nicht mehr. Nur noch zwei Ebenen. Genau, weg mit dem. Und tschüss. Nimmt sie mit, Jungs. Die vermisst keiner. Der hat ein paar Bomben geliefert. Ich hasse diese Dinge, ne? Wisst ihr, Leute, bevor ihr irgendeinen Abtransport macht, macht doch erstmal das da weg. Das ist der Ausgang. So, unser Trupp, ich da. Angriff. Es ist wieder einer gestorben. Ich wollte eigentlich den Samen werfen. Okay. Die beiden Dinge sind wahrscheinlich miteinander verbunden. Ja, die Dinge sind miteinander verbunden. Die sind schon mal weg. Angriff. Und wenn sonst weiter nichts ist. Okay, nur noch ein Würfel und ansonsten ist hier nichts Besonderes mehr. Okay, Abfahrtsport und in die nächste Ebene. Die Tröte hier ist wahrscheinlich noch neu.
wie auch immer die Tröte da reingepasst hat. Neuer Schatz. Wie viele Musiker fehlt nur noch eins? Das war das letzte Objekt auf jeden Fall hier. Okay, nur noch ein Schatz und ein gestrandeter. Also beides werden wir auf dieser Ebene höchstwahrscheinlich finden. Und ich sehe schon den Bosskampf. Ich höre sie innerlich schon lauter werden. Gönnt euch. Stärkung werdet ihr brauchen. Ist wieder König Knollenauge, ne? Ja. Ich habe ein paar leckere Bomben für dich. Ich glaube, ich drehe einmal zurück. Okay, ich glaube, ich nehme nur die Face-Pigmen in den Kampf gegen den mit. Weil das die einzigen sind, die nicht im Kampf gegen ihn sterben. Ich weiß, es ist ein bisschen eine scheidende Zahl, die wir damit haben. Fürs die Sensorbomben. Lecker, lecker. Okay, er ist wieder am Fressen. Und da ist der Rip. Kommt hier rüber, Leute. Ach schön, der gehört dir. Jom. Natürlich ein kleiner Nimmersatt. Wen haben wir da gerettet? Sammy, Forschungsteammitglied. Heimatplanet Okobo. In seiner Heimat ist es immer bewölkt. Deshalb fasziniert ihn blauer Himmel und er möchte mehr davon sehen. Da forscht jemand das Wetter. Das ist ja mal interessant. Bestimmt kein einfaches Forschungsgebiet. So. Und da ist noch mal so eine Zuggestange. Oh, dann gönne ich mir hier noch. Ach, das hätte ich wahrscheinlich als Schutzschild nutzen können. Interessant. So, dann wieder auf nach oben und ab nach Hause. Wir haben ein Forschungsmitglied und einen Laubling gerettet. Das heißt, es fehlen nur noch 6 Leute. Und wir haben eine Serie abgeschlossen. Drei Pigmen sind leider von uns gegangen. So, da sind wir wieder. Wir gehen aber jetzt wahrscheinlich direkt zum Lager zurück. Na, guck mal, es läuft hier sogar schon der Countdown. Aber vielleicht kriegen wir ja noch die Keime gezogen.
Die Keime bekamen wir noch gezogen. Ja, ab nach Hause. So, wir haben eine Serie abgeschlossen und wir haben neue Feinde gesehen. Den Gourmet haben wir abgeschlossen. Da haben wir ja nicht so viel zum Lesen. Aber schade, wie viele Pigments wir verloren haben. Darunter auch einige weiße. Wie leben die Leute auf Koppe eigentlich so? Und das habe ich mich schon länger gefragt. Wenn ich gehört habe, ist es dort zu einer wahren Bevölkerungsexplosion gekommen. Wenn es so weitergeht, stecken sie bald in einer ausgemachten Nahrungsmittelkrise. Ziemlich besorgniserregend. Apropos, wir müssen unbedingt unsere Rationen gut planen. Sonst können wir uns nicht mal mehr einen Snack erlauben. Wie jetzt? Ein Snack zwischendurch ist doch wohl nicht unser größtes Problem, oder? Das denke ich mir auch immer. Schon bei Tag 45 sind wir. Unglaublich. So, und wer ist der Laubling? Bildungsreisetourist Boris, Heimatplanet Kuchiu. Ein Autor, der sich mit der Fortsetzung seines Bestsellers abmüht und hofft, dass ihn in seinem Verlag hier nicht findet. Ohohoho. Okay, ein bisschen haben wir auch hier was mit den Leuten zu besprechen. Oh, du bist es. Ich kann bestätigen, dass die Zwiebeln tatsächlich miteinander verschmolzen sind. Bitte sammle auch weiter Zwiebeln mit neuen Farben. Es gibt so vieles, das ich noch erforschen will. Es gibt keine weiteren mehr. Oder doch? Es gibt noch eine siebte Zwiebel? Hä? Von wem haben wir denn noch nicht die Zwiebel? Naja, ich würde sagen, wir schenken uns mal die Leute hier fürs nächste Mal. Und hören uns jetzt noch die Einträge an. Kritzekäfer. Was für ein Gestank. Was für ein enormer Gestank. Diese kleinen Stinkerchen lassen überall und jederzeit Gas ab. Doch das macht sie auch umso leichter auffindbar. Nur, dass man sich ihnen gar nicht nähern möchte. Das nenne ich ein hervorragendes Verteidigungsmechanismus. Während Lebensformen die üblichen Geräusche absondern, um anderen eine Warnung zu sein, in der Natur nicht selten anzutreffen sind, ist der Kritzekäfer die einzige bekannte Spezies, die Flatulenzen abgibt, während sie oberirdisch aktiv ist. Ein interessantes Detail dabei ist, dass er nur die Gase abgibt, die er durch den Verfall des Inhaltes der Eingeweide ablässt. Eine darauf spezialisierte Duftdrüse ist nicht vorhanden. Das bedeutet, dass der Käfer tatsächlich nur unter Blähungen leidet. Eine Spektralanalyse aus gasförmiger Ebene zeigt, dass im Gas nicht nur Methan, sondern auch Hydrosulfid vorhanden ist. Dadurch führt die Flatulenz zu einem Giftstoff der Klasse 13. Aua. Kahles Langbein. Mein Albtraum. Legt man sich auf den Boden und sieht nach oben, während es vorbeiläuft, wird einem ein grandioser Anblick zuteil. Der gigantische runde Körper zieht am Himmel über einem vorbei, wie ein Planet auf seiner Umlaufbahn. Natürlich besteht aber das Risiko, plattgequetscht und damit ein Teil dieses Planeten zu werden. Ja, das passiert mir immer, wenn dieses Vieh aktiv ist. Rein technisch gesehen handelt es sich hier lediglich um ein zotteliges Langbein, das seine Haare verloren hat. Es besitzt Ähnlichkeiten zum perligen Langbein, sondert aber keinen Wachs oder über das Exoskelett ab und besitzt daher nicht dessen einzigartige Musterung. Ohne dieses Wachs können kleine Insekten seine Beine erklimmen, ohne abzurutschen. Die zentrale Kugel öffnet sich bei dieser Kreatur horizontal. Aber ist noch unklar, ob dieser Unterschied von Bedeutung ist. Schlammflitzer. Er bewegt sich in plötzlichen, leichtfüßigen Sprüngen. Und dabei schwappt die Flüssigkeit in seinem durchsichtigen Tank hin und her. Wenn ich mir das nur jemals aus der Nähe ansehen könnte, würde ich dabei auch einige Schlammspritzer im Kauf nehmen. Eine Unterart der Wasserflitzer, die sich dem Leben im sumpfigen Feuchtgebieten angepasst hat. Er nutzt seinen mit feinen Härchen besetzten Saugrüssel, um Plankton aus dem schlammigen Wasser zu filtern.
Nähert sich ein Angreifer, droht er ihm durch Ausstoß einer schlammigen Substanz. Sie enthält eine Mischung aus Trüben, Wasser und Magensäften und ist daher so dickflüssig, dass sie Pikmin und vieles andere unter sich begraben kann. Tatsächlich haben wir auch einen neuen Schmetterling gefunden. Roter Spektralid. Aus Spektralidenflügen findet sich ein feines Puder. Dadurch, dass die Partikel in vielen Schichten übereinander liegen, erhält diese Kreatur ihre volle und komplexe Farbgebung. Auch verfügt das Puder über ultramotivierende Inhaltsstoffe, die ihm eine gewisse Schärfe verleihen. Deine roten Flügel haben mehrere Punkte. Anders ist die gelbe Variante mit je nur einem. Seine Schuppen enthalten Spuren, Elemente, die auch in Ultramotivier-Nektar zu finden sind. Diese Spurenelemente gelangen beim Trinken von Nektar in seinen Speichel. Die Spurenelemente ergeben mit dem Speichel und Nektar Ultramotivier-Nektar, den der Spektralid als Wachstumsförderungsmittel für seine Eier verwendet. Dennoch ist seine Fortpflanzungsrate eher gering, was auch der Grund dafür ist, dass Sammler für rote Spektraliden astronomische Preise zahlen. Ein Scherenschmetterer ist das. Eine Kreatur, die ihr Maul Stiefel auf dem Kopf in Zähne besetzt. Dazu die Scheren, jederzeit bereit, im Windeseile die angesagtesten Frisuren zu zaubern. Hier sehen wir sicherlich den Stylisten der Kreaturenwelt vor uns. Auch wenn es etwas schlechter Stil ist, sein Essen in die Luft zu werfen. Dieser Zweibeiner geht aufrecht, wenn auch recht langsam. Doch seine Scheren haben eine große Reichweite. Das ermöglicht es ihm, auch weiter entfernte Beutetiere zu fangen und diese dann in die Maulöffnung auf seinem Kopf zu werfen. Die Mäuler junger Scherenschmetterer bleiben geschlossen. Für die Aufnahme von Nahrung in Form von Krebsen, Nüssen oder Früchten werden kleine Öffnungen hinter den Tentakeln unter den Augen genutzt. Hat das Individuum ein gewisses Alter erreicht, öffnet sich das Maul auf seinem Kopf und es kann größere Mengen an Nahrung zu sich nehmen. Das Ding hat also zwei Münder so gesehen. Diese Spezies hat vor allem aufgrund ihrer Größe nur wenige natürliche Feinde und findet sie aber oft nur in überwucherten Feuchtgebieten oder in Höhlen, da sie bemüht ist, ihren weichen Panzer vor der Sonne zu schützen. So, jetzt haben wir die Serie Gourmet noch vor uns. Und wir haben hier erstmal den Traum meiner Träume, den König der Braten. Einen Braten als König zu bezeichnen, ist eigentlich übertrieben, aber in diesem Fall ja wohl berechtigt. Größe ist doch wirklich Respekt einflößen. Du glaubst, du kannst mich vollständig verspeisen? Wir wetten, dass du das nicht schaffst. Ich nehme die Herausforderung an. Nie hätte ich erwartet, etwas so Appetitliches in einer dunklen Höhle zu finden. Aber was ist es? Wie wurde es hergestellt? Warum ist es so riesig? Ich denke ja, dass es eine Opfergabe für einen großen Gott war. Ich werde ihm später meinen Respekt erweisen. Ich auch. Meister des Geschmacks. Warum sollte man Fisch roh essen? Doch vielleicht ist die Kochkunst dieses Planeten so weit fortgeschritten, dass alles nur aussieht wie roh. Ich könnte das Gericht essen, wenn ich es in kleine Stücke schneide, aber ich will den Koch nicht beleidigen. Aufgrund meiner oft etwas eintönigen Weltraumnahrung traf mich in diesem Fall in das Geschmacksfeuerwerk eher unvorbereitet. Oberer und unterer Teil ergänzen sich in perfekter Harmonie. Diese kulinarische Kreation ist ein absolutes Meisterwerk. Naja, ich bin nicht so der Fan von Sushi, ehrlich gesagt. Geschmackswunder mit Gürtel. Dieser Snack sieht so aus, als trüge er einen Gürtel. Zum modischen Aspekt gibt es wohl verschiedene Meinungen. Aber was von dem Geschmack des gelben, süßlichen Teils angeht, sicher nur eine. Himmlisch! Wenn es am Gürtel liegt, sollten mehr Speisen eintragen. Ja, genau, durch den Gürtel werden sie leckerer. Bei den weißen Körnern im unteren Teil handelt es sich um Fischeier. Einmal ging ich mit meinem Sohn angeln und wir fingen einen Fisch, der solche Eier trug. Mein Sohn erkannte, wie vielfältig das Leben ist und wie sehr die Spezies sich voneinander unterscheiden. Und grundsolide Kombination. Mein Lieblingsbuch erhielt ich als Kind zum Geburtstag, 20.000 mm unter dem Meer. Meine Vorliebe fürs Abenteuer habe ich in diesem Buch zu verdanken. Wie seltsam, dass mich ein Meereslebewesen aus einer anderen Welt an meine Kindheit erinnert. Ich glaube, hier handelt es sich um etwas Fischiges auf irgendeinem weißen Zeug. Ist auch nicht so wichtig. Es muss ja nur schmecken. Gourmets kommen hier nicht auf ihre Kosten, aber der Geschmack ist, nun ja, wie der Name so, schon sagt, grundsolide. Und die vier ungleichen Brüder, das letzte von der Gourmet-Serie.
Der Name beruht auf einer Legende über vier Brüder, von denen nur zwei nur Fleisch grillen wollten und die anderen beiden nur Gemüse. Sie fochten ihren Streit mit dem Schwert aus, aber am Ende beschlossen sie, nur das Grillgut anstatt einander aufzuspießen. Wenn ich das essen würde, könnte mir das vielleicht so viel Kraft und Ausdauer verleihen, dass ich 3 Tage am Stück durcharbeiten könnte. Nur dann dürfte der Präsident nichts davon erfahren, sonst kommt er noch auf dumme Gedanken. Wenn es sowas gäbe, dann würden Chefs das nur noch ausnutzen. Mann, Spiel, hör auf, mir Hunger zu machen. Vor allem, wie saftig lecker dieser Schinken aussieht. Da will ich reinbeißen. Ja gut, der Part, der ging ja wohl mehr als lang genug. Ich würde sagen, Bonus und so weiter können wir uns ja beim nächsten Mal abholen. Ist ja eh nur noch Heilungsaufwertung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann.